Greta Wieland, ich bin Linda Hetzer, habe mein neues Album am Start, das heißt Sonnenkind und genau deshalb bin ich heute Morgen hier und werde mit Nadine und Volker ein wenig quatschen und die beiden ein bisschen durcheinander bringen. Linda Hesse ist bei uns zu Gast, gebürtig aus Halberstadt und genau. Du bist ein Riesenfan der Fußballmannschaft, ne? Von Germania. Aber natürlich. Das haben wir beim letzten Mal rausgekriegt. Ja, ich freue mich auch. Neue Saison, neuer Trainer, neues Glück. Und bei dir heißt es neues Album. Ja. Und das heißt Sonnenkind und der Name des Albums, der hat eine besondere Geschichte. Ja, eigentlich ist er aus einem Song vom Album entstanden und wir haben lange nach dem Lied gesucht und oder nach dem Titel gesucht und ich habe eine Zeile, die heißt: Ich bin es wirklich leid mit meiner Depri-Zeit, wenn heute der Tag beginnt, werde ich ein Sonnenkind. Mhm. Und als wir das letztes Jahr im November an so einem grauen Tag gehört haben, ist dieses Wort auf einmal uns so entgegengesprungen, obwohl wir es schon die ganze Zeit vor der Nase hatten. Aber es hat so gestrahlt an so einem grauen Tag. Und als der Winter dann immer noch grauer wurde, habe ich von meinem Team auch noch ein Armband bekommen als kleine Aufheiterung an dunklen Tagen und einfach um die Geduld ein bisschen bei mir zu, also dass ich es aushalte, ne, bis das Sonnenkind rauskommt. Und ja, irgendwie war dieses Wort einfach, es ist geblieben und ist Albumthema geworden. Und ihr habt auch sehr lange dran gearbeitet, 2 volle Jahre ja. Am neuen Album. Das heißt jetzt nicht, ihr habt euch einmal in der Woche getroffen und dann mal irgendwie tralala. Füße hochgelegt. Ja, genau, sondern ihr wart richtig kräftig dabei. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ja, vor allem habe ich mich wirklich das letzte Jahr komplett einfach mal zurück nach Berlin gezogen, in meine Wahlheimat jetzt und habe da auch ein bisschen für mich Revue passieren lassen, was ist so passiert in den letzten Jahren, was habe ich gemacht, ich habe 2 Alben rausgebracht und wie soll das dritte sein und ich wollte es sehr sonnig und sehr positiv und das kam jetzt dabei raus, das Sonnenkind, weil die Lieder da drauf, die sind echt alle so sonnig, die passen in den Sommer und ich bin froh, dass ich die vorstellen darf, auch heute hier bei euch. Passen ja auch zu dir. Zum Beispiel der Song Die Dinge. Ja. Da geht es um was ganz genau? Die Dinge ist eine Geschichte aus dem Leben über das Auf und Ab im Liebesleben. Und die schönste, also das schönste Zitat aus Die Dinge ist für mich: Ich warte jetzt aufs nächste Mal und bleibe Optimist, denn die große Liebe trifft nur der, der optimistisch ist.